2005, das erste Zuhälter-Tape im Netz. Nirgends auf der Regendier hab ich damals entschieden zu stoppen mit hartem Zeug konsumieren. Was weißt du von Nase, Betäubt bis ins Hirn? Was weißt du von... Du bist King, weil für dich kein Berg zu groß ist. Dein Blick fokussiert, weil kein Stern zu hoch ist. Boom, was geht ab, Leute? Willkommen bei mir auf dem Kanal zurück. Ja, wie gesagt, ich mache heute beide Kollegah-Boxen. Das ist die kleine Version, die für 80 Euro. Ich habe jetzt mal das schon mal ausgepackt, weil hier haben wir dann zumindest schon mal eine Brille drin, wie es bei der anderen Box jetzt auch war. Hier ist nochmal was separat drin und ich würde mal sagen, wir gucken trotzdem mal rein, ob das dieselbe ist. Ne, ist eine andere tatsächlich. Die andere war schwarz gehalten, also komplett schwarz. Und die ist dann so gehalten mit grünem Glas. Haben dann oben auch wieder den Kollegah-Schriftzug drauf. Ich sag, wenn ihr Bock habt, ich habe dann zwischen den anderen Boxen dann schon im anderen Video was mitgesagt. Also schaut auch gerne die anderen nochmal rein. Ich muss aber dazu sagen, jetzt im Vergleich zu 140 Euro jetzt, was bei Bushido mit drin war, bei dem Geld mit Vinylplatte, Album, ne, und so weiter und so fort, fand ich jetzt erstmal von der Grundausstattung, was drin ist mit Merch, T-Shirt-Qualität, ne, und dieses ganze Drumherum, fand ich tatsächlich etwas hochwertiger vom Preis. Und es war, glaube ich, sogar auch günstiger. Ein wenig. Also zumindest vor allen Dingen für die Vorbesteller. Wir hatten ja sowieso ja viel weniger bezahlt, wie dann letzten Endes das rauskam. So, dann haben wir hier höchstwahrscheinlich ganz stark erwartend ein Kartendeck von Kollegah Still King. Mal auspacken dabei. So, kurz eine Kamera ausrichten, zack, so sieht das Ganze aus von oben, sieht sehr sehr hochwertig aus jetzt, aber prinzipiell ist es jetzt nichts Neues in dem Game, aber ist natürlich an sich natürlich cool. Das Geilste, was bis jetzt war, mit, war von Farid damals, das Rap Game Quiz, das war jetzt so am, oder vom ganzen Drumherum am hochwertigsten gewesen, mit den Spielfiguren und das ganze Aufbau und so weiter und so fort. Dann hatte ich bei den anderen schon mal, glaube ich, gesagt gehabt, dass ich es ganz cool finde eigentlich, dass Still King jetzt auch wieder vor JBG kommt, wie es damals bei King direkt war. So, dann haben wir hier noch, also das, die zwei Sachen waren hier jetzt wieder in die Beutel drin, wie ihr es bei der Premium Edition jetzt hattet. Dann haben wir schon mal den Unterschied, dass hier eine andere Brille drin ist, was ich sehr gut finde, dass es dann nicht dieselbe Aufmachung ist. Es sei denn, ihr könnt mir das ja nochmal reinschreiben im Kommentar, ob eure Brille jetzt bei der normalen Box jetzt anders ausschaut. Dann haben wir hier das Textilprodukt, das machen wir natürlich zum Schluss zusammen mit dem Hemd. Dann haben wir einmal hier dieses Still King Box natürlich, was mega schwer ist. Ich weiß nicht, warum die so schwer ist. Im Vergleich, das hatten wir damals gehabt. Und hier ist jetzt schon etwas mehr Faser drin. Hier ist nicht so viel Struktur damals drin gewesen, hier schon. So, packen wir das mal aus. Still King. Dann haben wir hier diese besagten Sticker wieder. Natürlich Poster, zwei Alben, theoretisch. Und diese Aufmachung allgemein von der Box ist cool. Ach, hier haben wir irgendwas. Was steht da? Still King, Woche 32, 2024 an meine Alphas. Ah, ein Gold, nicht Gold Award, sondern Nummer 1 Charts, glaube ich, ne? Müsste das sein. Der Album Charts Nummer 1. Ja, und man hofft ja, ne, dass es dann auch dazu kommt, weil das wäre jetzt peinlich, allein mit dreifach Platin. Gut, das ist für die Fans gedacht, aber so indirekten Seitenhieb im Sinne von, ich schaffe das wieder auf die dreifach Gold. Und dann hier können wir bloß hoffen, dass es auch ein Nummer 1 Album wird. Ich habe gerade schon gesagt, ich bin eigentlich... Ja, gedacht habe ich, nicht gesagt. Ich bin froh, dass ich gerade solche Handschuhe anhabe, aber man sieht ja trotzdem Fettpfoten. ja, den gucken wir uns gleich genauer an. Ich packe mal ganz kurz die Alben aus. So, bam. Insgesamt sind sie jeweils 19 Tracks, also schon wieder mega krass. Huch, einmal Aufkleber. Mit der Seite ballern. Tony Style, 19 Tracks, Kollegah. Hier ist aber auch wieder diese komischen Strukturen drin, wie in dem anderen, warum auch immer. So, bam. Sehr schwarz gehalten, das Ganze, schön in schwarz-weiß.
Dann die Still King Box, wie gesagt auch. Ist da irgendeine Überraschung? Ach, Favorite mit Blast, ja, also Atlas hatten wir ja schon gesehen. Und Asche war ja eh immer beim Beat produzieren ja einfach mit dabei gewesen. So, da haben wir nochmal Still King. Hier tut sich auch nichts anderes. Dann das letzte Kollege-Album. Wie gesagt, schauen wir mal, ob das wirklich das letzte ist. Bei Monument damals wurde es auch schon mal so angeteasert, dass es das letzte sei, wo er keinen Bock mehr hatte jetzt im Prinzip. Ob es dieses Jahr auch wieder so ist, keine Ahnung. Ich hoffe ja ganz stark, dass zumindest noch JBG 4 kommt, dass NBK vielleicht noch mit dem Asche nochmal zusammenkommt, ein zweiter Teil. Dann hier das Poster, ist in der großen Box auch mit dabei, in der Premium-Box. Das sind jeweils die Covers. Von der Vorderseite dementsprechend. Wie gesagt, das ist halt leider geknickt dann. Das ist halt leider so. Wobei man da auch in den Karton, der was jetzt mit dazu war, hätte man das auch eingerollt reinlegen können. Also das wäre jetzt auch wirklich kein Akt gewesen. Und vor allem bei der ganz großen Box, da hätte das fünfmal reingepasst. Da hätte sie keine Knickfalten, da wäre es auch schon wieder was anderes. So, dann haben wir hier jeweils die Aufkleber, da hätte ich mir gern wenigstens jeweils zwei Stück gewünscht. Prinzipiell einfach. So, schade. Von den Preissätzen her gesehen, ich kann halt wirklich nicht bei ein oder gar nicht einschätzen, was sowas hier kostet in der Herstellung. Das ist natürlich schwer, weil das halt auch alles komplett aus Glas ist. Also ihr hört es, also das ist wirklich massiv. Dann kann man bloß hoffen, dass die Stems hier nicht so schnell abgehen. Und das sieht schon mega cool aus. Das müsste man halt wirklich nochmal rauspolieren dann. Ne? Das ist auch so prinzipiell, das ist natürlich schon schön. Und ich hoffe natürlich, als K. Ich glaube, bei dem Award ist da wie so ein Pfeil nach oben, glaube ich, drauf. Wenn es mich nicht täuscht. Also ich habe jetzt ein ganz genaues Bild vor mir. So, da haben wir hier natürlich Jahnstudio Alpha Music iGroove. Dann hier Kollega Still King. Woche 32, 42 an meine Alphas. Jetzt prinzipiell sieht es sehr, sehr cool aus, muss man echt sagen. Hier und da vielleicht mal ein paar Klebereste noch dran, wo man das noch so das i-Tüpfelchen reingeben könnte. Aber ich finde das schon sehr, sehr krass. An sich jetzt, die Frage ist halt, dieses Teil, ich kann halt wirklich dann nicht beantworten, ob das jetzt die 80 Euro wert ist, weil ich keine Ahnung habe, wie viel so ein Glasteil kostet, weil die ganz normalen Glasfiguren, was man so kaufen kann im Geschäft, egal zu was jetzt, sind immer verdammt teuer. Deswegen könnte ich mir vorstellen, weil das hier wirklich auch schwer und massiv wirkt, dass das halt schon einiges an Geld kostet. Und ich weiß ja auch nicht, wie viel er herstellen lassen musste und so weiter. Und von daher kann man vielleicht schon sagen, das lohnt sich dann schon für das Geld, so ein Original-Award in Anführungsstrichen zu haben. So, dann haben wir noch T-Shirt, weiß gehalten, King Optik, wird wahrscheinlich auch Merch-Qualität sein und ich würde mal sagen, das haue ich mir mal ran, so als letztes Indiz. So Leute, das Outro, das mache ich jetzt gleich komplett, einmal mit Brille natürlich. Also mir gefällt die sehr gut, ich mag diese Art von Brillen. Dann hier, T-Shirt fühlt sich auch sehr, sehr geil an. Das Hemd an sich fühlt sich doch ganz gut an. Sieht auch eigentlich sehr edel aus, muss ich sagen. Also das ist auch Einheitsgrößen, alles beides. Das ist jetzt nicht irgendwie das eine ist kleiner und das andere ist größer in den Boxen jeweils. Also gerade wenn sich Frauen holen, ist vielleicht ein wenig doof, aber die mögen es ja eh mehr so oversized. Also mir gefällt es wirklich sehr, sehr gut. Alle Beine Textilprodukte jetzt, muss ich sagen, fühlen sich schön an. Und von daher, meine Freunde, ich hoffe, euch haben die beiden Videos gefallen. Wenn du das andere noch nicht gesehen hast, schau gerne vorbei. Das Outro, wie gesagt, das ist jetzt dasselbe auch in der großen Premium-Box. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du mich mit einem Abo unterstützt. Ich hoffe, dass es wirklich nicht das letzte Kollega-Album in irgendeinem Zusammenhang mit Kollega ist. Dass da noch was kommen sollte in Zukunft. Und von daher, meine Lieben, haut rein, habt ein schönes Wochenende, schönen Schulanfang, die meisten Leute heute und von daher, peace.